karácsonykor nagy sikerű koncertsorozatot adott a Fesztivál zenekar Fischer Iván vezényletével, Kocsis Zoltán közreműködésével. Az egyik ráadásszám ismét egy Strauss polka volt a vadászatról, és itt Kocsis Zoltánt új szerepkörben láthattuk. Was sich dahinter verbirgt, will ich Ihnen ganz schnell die Lösung unseres letzten Musikrätsels nennen. Der gesuchte Pianist, der schon mit 17 Jahren aufhörte, Klavier zu üben, weil er schon alles zu können glaubte, war Friedrich Gulda. Der es auch heute noch versteht, sein Publikum durch seine immer neuen, sagen wir ruhig, Kapriolen zu entzücken oder zu verärgern. Ein neues Rätsel wird Ihnen Peter Wapniewski im Verlauf des nun folgenden Notenschlüssels stellen. Zunächst aber geht es jetzt um die rätselhaften Botschaften des verstorbenen Fräulein Trussowa. Der holländische Regisseur Fred van der Koy hat sie ins Bild gerückt.
was Sie da gesehen haben oder sehen und da hören, ist leicht zu begreifen, ein Streichquartett. Ich füge gleich hinzu, der Komponist ist Giorgi Kurtak und die Exekutoren sind das Arditi-Quartett, aber davon nachher noch ein Wort mehr. Der Ort, in dem wir uns befinden, ist das Schwarzwaldstädtchen Bad Weiler, genauer das Hotel Römerbad, in dem zum 17. Mal in diesem späten Herbst des Jahres 1989 Musikwochen stattfinden. Und ich muss ein Wort zur Bedeutung, zum Sinn dieser Musikwochen sagen. Der Hausherr Klaus Lauer ruft also seit 17 Jahren Komponisten, Musiker und Publikum zusammen, um die gegenwärtige, die neue, die moderne, die zeitgenössische Musik vorzuführen. Und zwar durchaus nicht im luftleeren Raum, gewissermaßen absolut, sondern, das ist das Prinzip dieser Musiktage, die moderne Musik wird grundsätzlich verbunden mit ihren Wurzeln, mit ihren Traditionen, sodass man begreift, woher sie kommt und vielleicht auch begreift, wohin sie geht, wo sie im Kontrast, im Widerspruch oder in der Weiterentwicklung, das ist, was Ausdruck, musikalischer Ausdruck unserer Gegenwart sein kann oder ist. In diesem Jahr also handelt es sich um den ungarischen Komponisten Giorgi Kurtak. Den Kennern ist er längst ein Begriff, ein ganz fester Begriff. Den Liebhabern der Musik mag er weniger vertraut sein. Auch ich gestehe, dass ich ihn eigentlich erst kennengelernt habe im vorigen Jahr, als während der Berliner Festwochen er gefeiert wurde, als Berlin Kulturstadt Europas war. Und man könnte vielleicht sagen, das werden wir im Gespräch noch erörtern, dass sein Ruhm relativ spät gekommen ist. Und nun stelle ich Ihnen erst einmal meine Gesprächspartner vor. Neben mir sitzt Hartmut Lück. Herr Lück lebt in Bremen, er ist Musikwissenschaftler, Musikpublizist, Rezensent, Kritiker, insbesondere konzentriert auf die Musik der Gegenwart und er hat auch, das wird Sie jetzt nicht wundern, eine Reihe von Arbeiten eben über Kurtak geschrieben. Und zur rechten Seite begrüße ich Zoltán Kocsis und ich brauche wahrscheinlich den meisten von Ihnen seine Person und seinen Namen gar nicht zu erklären, denn in der Tat, ich scheue das große Wort nicht, er ist ein weltberühmter Pianist, aber er ist nicht nur das, er ist eben auch Schüler Kurtaks, und zwar sowohl als Pianist wie als Komponist. Aber, damit das Gerede jetzt nicht zu lang wird, wollen wir allererst einmal uns zu einer Komposition Kurtaks wenden, nämlich zu den Trusova-Liedern. Das kürze ich ab, Herr Lück, die ausführliche Formulierung lautet anders. Die genaue Übersetzung des russischen Titels wäre die Botschaften der entschlafenen Dame R.V. Trusova. Statt entschlafen könnte man auch sagen, die verewigte Dame. Das russische Wort heißt Pokojne, das ist ein Wort, was so eine gewisse Aura hat, also einer Person, die nicht mehr unter uns weilt, deren Ausstrahlung aber noch auf uns wirkt. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn dieses Zyklus, worauf wir dann noch eingehen werden, dass nämlich Gedichte von einer Dame, einer literarisch fiktiven Dame, hinterlassen werden. Und diese Gedichte werden uns in diesem Zyklus von Giorgi Kurtak vorgetragen. Richtig. Die Dame zwar, die Trusova, ist fiktiv, aber die Dichterin dieser Verse ist nicht fiktiv. Darüber möchte ich mich nicht äußern. Kurtak hat hier einen literarischen Namen, Trusova, gewählt, der auch eine gewisse Bedeutungsschicht hat. Und ob und wer sich dahinter verbirgt, das, glaube ich, sollten wir das Geheimnis des Komponisten bleiben lassen. Einverstanden, Herr Lück. Ich wollte aber auf Rima Dalos kommen. Ja, sie ist die Autorin dieser Gedichte. Das hatte ich gemeint. Ja, das ist etwas anderes. Rima Dalos ist eine russische Dichterin, die in Ungarn lebt. Sie ist mit dem ungarischen Dichter György Dalos verheiratet. Und sie hat in Ungarn angefangen, Russisch zu schreiben, und zwar ganz kurze Gedichte. Das ist sehr interessant, auch im Zusammenhang mit der Musik von György Kurtak, dass sie ganz kurze, teilweise aus zwei, drei, vier Zeilen bestehende Gedichte schreibt. Und diese fast aphoristischen Gedichtformen haben Kurtak wiederum sehr stark beeinflusst und auch beeindruckt, denn er selber ist in seiner Musik auch sehr stark auf dieses konzentrierte, aphoristische ausgerichtet, eine Erbschaft vielleicht der Beschäftigung mit der Musik von Anton Webern. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt, eine Botschaft gewissermaßen aus diesem Zyklus von Botschaften, quelque peu erotique, ein bisschen erotisch, das Ensemble Modern spielt und Rosemary Hardy singt.
denke, jetzt sollten wir ein bisschen mehr lernen über die Person und Persönlichkeit, den Musiker und den Menschen Kurtak. Ich stelle einfach nur mal gewissermaßen mechanisch fest, er ist jetzt 63 Jahre alt, in Lugosch, im jetzigen Rumänien geboren, aber er ist Ungar. Er hat studiert in Budapest, gearbeitet in Paris, in Berlin und ist jetzt, Herr Lück, als Professor. Herr Kurtak ist seit 1967 Professor an der Franz Liszt Musikakademie in Budapest. Er unterrichtet allerdings nicht in erster Linie Komposition, sondern Kammermusik. Ja. Und so wie er selber Kammermusik in der Klasse von Leo Weiner gelernt hat, unterrichtet er auch also dieses Fach und lebt ansonsten als freischaffender Komponist in einem kleinen Ort in der Nähe von Budapest am Donauknie. Do you remember the time you were a student of Kurtak? Yes, of course. It's impossible not to remember because my first piece I played for him was the B-flat minor Prelude and Fugue from Woltemper des Klavier, first volume. And I thought I played it relatively well. So I, you know, after playing the piece, I took a glance at Kurtak's face, which was very stern. And about half a minute later, he said to me, ugly. It was very ugly. Ich denke, wir sollten einfach mal charakterisieren, Herr Lück, was ist dein Oeuvre? Was hat er komponiert? György Kurtak hat angefangen, wie jeder normale Komponist, mit Klavier, Kammermusik und auch einigen, ganz wenigen orchestralen Werken. So hat Kurtak auch angefangen. Er hat allerdings sehr wenig geschrieben und vor allem hat er sich eigentlich als Persönlichkeit sehr zurückgehalten. Er hat irgendwie noch in sich selber gesucht, wo es eigentlich mit ihm hingehen sollte. Und der Anstoß für ihn, sich als Persönlichkeit zu entfalten, kam durch einen Paris-Aufenthalt von einem Jahr, und zwar zwischen 1956 und 1957. Und dort hat er nicht nur das Leben der zeitgenössischen Musik kennengelernt, er hat Kurse von Olivier Messiaen und Darius Milhaud besucht, sondern etwas anderes, was vielleicht etwas überraschen mag, aber doch sehr wichtig ist für Kurtak. Er hat eine Psychologin kennengelernt, Marianne Stein, die sich darauf spezialisiert hat, mit Künstlern zu arbeiten. Und diese Marianne Stein ist eine äußerst sensible Frau, die nach einigen Gesprächen mit Kurtak gemerkt hat, was eigentlich sein persönliches Problem ist und was auch seine Potenz ist. Und sie hat Kurtak gesagt, nimm einfach ganz kleine Motive, ganz kleine musikalische Einheiten und arbeite damit. Das ist etwas, was du kannst. Mhm. Und diesen Rat hat Kurtak beherzigt und seitdem und natürlich auch seit der Beschäftigung mit den Klassikern der Moderne unseres Jahrhunderts, vor allem mit Anton Webern und selbstverständlich mit dem Klassiker der modernen ungarischen Musik mit Béla Bartók, hat Kurtak seinen Stil so entwickelt, dass er eigentlich erstaunlich kurze Werke immer schreibt. Herr Lück, Sie haben von der Struktur der kleinen Teile gesprochen, small particles, but these small particles shouldn't be compared with the principle of minimal music. Definitely not. No. Definitely not. And as far as I know Kurtak's opinion about this activity, I mean minimalistic music, he doesn't like that very much. Herr Lück, Sie haben auf die Kompositionstechnik hingewiesen, aber das ganze Werk, wenn Sie noch mal sagen würden. Ja, Kurtak hat nun allerdings, nachdem er diese neue Stufe seines Schaffens erreicht hat, hat er als 33-Jähriger sein Opus 1 veröffentlicht. Das ist eine wirklich sehr erstaunliche Tatsache, dass ein Komponist so viel Selbstverleugnung hat, dass er eigentlich alles, was er davor geschrieben hat, praktisch für null und nichtig erklärt. Ja. Er hat also mit 33 Jahren sein Opus 1 veröffentlicht, ein Streichquartett, und seitdem hat er fast ausschließlich Stücke für sehr kleine Besetzungen geschrieben. Kammermusik, Stücke für ein Soloinstrument und Liederzyklen und drei Werke für gemischten Chor. Und es war für die Eingeweihten eigentlich fast überraschend, dass Kurtak im Jahre 1981 den Liederzyklus Die Botschaften der entschlafenen Erfa Trussowa herausbrachte für Sopran und ein Ensemble von immerhin, ich glaube, 20 oder 21 Instrumenten. Und auch in 1988 das Stück quasi Una Fantasia für Klavier und Kammerensemble, das Soltan Kocsis 1988 in Berlin bei den Festwochen Ur aufgeführt hat. Das ist also für Kurtak etwas Außergewöhnliches, so ein vergleichsweise großes Ensemble zu verwenden. Er bevorzugt eigentlich eher die kleinere Form. Ja.
Jetzt wollen wir uns wieder seiner Musik zuwenden. Und zwar hören wir Herrn Kocsis. Er spielt Jatekok, ein ungarisches Wort, das, glaube ich, Spiele heißt, nicht wahr? Und could you try to explain a little bit, Kocsis, what Jatekok means? I mean, what this play mean? Ja, Kurtag, you know, always had a big fight with the greater forms. But you know, when he composes those greater forms, he always composes just near to them shorter forms. A good example is, I think the best example is a movement from Jatekok, which is called Virágos Ember, which means bloom and dimension in German. I think this is the official translation. Mm-hmm. This consists only 7 notes of the C major scale. And it's, in my opinion, a greater form. Mm-hmm. The greatest which he could do with those 7 notes. Jetzt werden wir also Herrn Kocsis einige Beispiele aus diesem Jatekok, aus diesen Spielen, diesen Kinderspielen hören. Sie haben vorhin, Herr Lück, darauf hingewiesen, und Herr Kocsis hat es bestätigt, dass Kurtag vor allem sich bewährt hat bisher in der kleinen, in der begrenzten Form. Aber, habe ich bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch und auf diese Musik auch gelernt, man sagt ihm nach, dass er mit der Form des Dramas oder der Oper kämpft. Können Sie dazu was sagen? Es hat verschiedentlich Pläne gegeben oder er selber hat diese Pläne mit sich herumgetragen, in privaten Gesprächen auch geäußert, dass er eigentlich gerne Opern schreiben würde oder dass er einige seiner Stücke, die er schon geschrieben hat, sozusagen als Vorstufen zu Opernprojekten versteht. Es ging da einerseits um den Bornemisza-Zyklus, also die Predigten des Peter Bornemisza für Sopran und Klavier. Und es geht auch um einige andere Stücke, die sozusagen den Nukleus, also den Keim von Bühnenaktionen ein bisschen in sich tragen. Er ist allerdings im Moment noch nicht so weit, obwohl es sogar einen Auftrag gibt, ich glaube aus Holland, an ihn eine Oper zu schreiben. Aber mit solchen Aufträgen muss man bei Kurtag sehr viel Geduld haben. Zum Beispiel hat die BBC ein Klavierkonzert bei Kurtag bestellt, was auch Zoltán Kocsis hätte uraufführen sollen, schon ich glaube vor 10 oder 12 Jahren.
Aber das Stück ist bis heute nicht fertig und Kurtak ist einfach ein Komponist, der nicht Auftragswerke nun einfach abliefert, damit er das los ist, damit es vom Tisch weg ist, sondern er will wirklich hundertprozentig oder zweihundertprozentig hinter einem Stück stehen und wenn es ihn nicht befriedigt, dann komponiert er es nicht weiter, lässt es liegen und geht manchmal nach 10 Jahren wieder daran. Oder was auch schon vorgekommen ist und die Musiker in Ungarn wissen, ein Lied davon zu singen, Kurtak ist in der Lage, 2 Stunden vor einer Premiere ein Stück völlig zurückzuziehen und zu sagen, ich kann nicht dazu stehen, machen wir es nächstes Jahr. Ja, ja. Nicht also, er gilt ja auch als ein sehr strenger Lehrer, wenn er mit Musikern arbeitet. Ja, das kann sicherlich auch das Arditi-Quartett bestätigen und andere Musiker außerhalb Ungarns, die mit Kurtak in den letzten Jahren gearbeitet haben, dass er sehr intensiv diese Stücke studiert mit den Musikern und dass er sich dort hereinkniet. Es gibt auch Bilder, wo man Kurtak sitzen sieht am Klavier und daneben stehen die Interpreten und gucken zu, wie er das selber macht. Und dann sitzt er am Klavier, richtig so die Hände auf die Tasten gedrückt, das Gesicht dicht an den Noten und will also ganz intensiv ihnen zeigen, wie man das nun machen muss. Die stehen dann dabei mit großen Augen und schauen, ja, jetzt so also soll es dann klingen. Nicht? Do you remember that he was a very severe teacher? Oh yes. Hm? Even in classical music, I mean, music of the past. Yeah. Is it right, Herr Kosic, to associate names in the context with Kurtak, like Ligeti? Yeah. Since they both have the same, more or less, the same origin? They have the same origin, but sorry to say, in my opinion, Kurtak is much more human than Ligeti. Probably Ligeti is the greater composer, as a, you know what I mean, the technique, compositional technique. But Kurtak's attitude is much more human than Ligeti's. Mm-hmm. So that's why Ligeti somehow abandoned the Schoenberg-Webern, so the new Vienna School style, to create his own. And Kurtak somehow remained on the trace. Yeah. Darf ich da etwas anfügen? Das ist genau das Stichwort, was Zoltán Kocsis hier gegeben hat. Kurtak ist ein Musiker, der seine eigene Tradition sehr deutlich in dieser deutsch-österreichischen Musiktradition sieht, also deutsch-österreichisch, ungarisch, zentraleuropäisch. Er selber sagt von sich, meine Muttersprache ist Bela Bartók und Bartóks Muttersprache ist Beethoven. Das heißt vor allem die späten Streichquartette von Beethoven, von denen Bartók gelernt hat, die Sprache, die Bartók entwickelt hat, davon hat Kurtak gelernt und da steht er ganz wirklich extrem dazu. Kurtak ist ein Ausdrucksmusiker, ein Espressivo-Musiker. Ligeti, der mit Kurtak übrigens persönlich sehr gut bekannt oder auch befreundet ist und sie haben zusammen studiert in Budapest. Und kommen aus der gleichen Landschaft. Auch Ligeti kommt aus dem heutigen Rumänien. Und ist etwas also älter, glaube ich. Ligeti ist 3 Jahre älter, er ist auch Jahrgang 1923. Er ist parallel, aber unabhängig von Kurtak auch über die grüne Grenze damals nach Budapest gekommen. Sie wollten beide studieren in Budapest mit Béla Bartók, den man zurückerwartete, aber Bartók ist ja nun leider in New York gestorben und sie beide konnten also diesen Unterricht nicht mehr wahrnehmen. Aber Ligeti hat sich tatsächlich in eine andere Richtung entwickelt. Er ist ein mehr intellektuell konstruktivistischer Musiker. Ja. Das hat auch seinen Reiz und seine Qualität, aber es ist als musikalische Sprache etwas völlig anderes als dieses Espressivo-Musizieren, was man in Kurtaks Werken wirklich von Takt zu Takt immer wieder findet. Jetzt würde ich gerne, Herr Lück, mit Ihnen nochmal überlegen, wie wir zu Remadalos, zu den Szenen aus einem Roman kommen. Die Szenen aus einem Roman, das ist wieder so ein poetischer Titel, wieder weist der Titel auf etwas Zyklisches hin. Das ist richtig. Kurtak hat wiederum hier Gedichte von Remadalos zusammengestellt in einer Dramaturgie, die er selber entwickelt hat, genauso wie bei dem Trusova-Zyklus, wo auch die Zusammenstellung, die dramaturgische Folge dieser ganzen Sache von ihm selber ja entwickelt worden ist, in dem Sinne, dass eine Frau ihre Gefühle äußert, von diesen Gefühlen völlig enttäuscht wird, ihren Geliebten nicht findet oder von ihm nicht akzeptiert wird und dann in völliger Einsamkeit erstarrt. In den Szenen aus einem Roman ist dieses sowohl vom Text her als auch musikalisch auf einer etwas anderen Ebene dargestellt. Wenn man die beiden Stücke miteinander vergleicht, also den Trusova-Zyklus und die Szenen aus einem Roman, dann ist der Trusova-Zyklus eine tragische Gestaltung. Tragisch etwa vergleichbar auch Herzog Blaubartsburg von Bartók, dieser Oper über einen einsamen Mann. Und hier bei Kurtak ist es die einsame Frau. Die Szenen aus einem Roman sind zwar auch in diesem Sinne eher etwas, ja, depressiv und auch etwas introvertiert, aber sie sind auch in ihrer musikalischen Realisierung doch so etwas von einer gewissen
Lockerheit und, ja, ich möchte fast sagen, Heiterkeit getragen. Also es ist sozusagen die Heiterkeit, die sich mit der Tragödie schon abgefunden hat und die jetzt eine Möglichkeit findet, das in einer etwas leicht distanzierten Form, die auch den Humor beinhaltet, darzustellen. Darin liegt vielleicht die besondere, auch klangliche und auratische Bedeutung dieses Zyklus-Szenen aus einem Roman. Aus denen wir wiederum jetzt einige Ausschnitte hören werden. Es singt Christine Whittlesey und es spielen Mitglieder des Ensemble Modern. Atleti da Rastavadio, at Rashad.
Thank you.
Und nun zum guten Ende, nun zu unserer Preisaufgabe, auf die Sie schon warten. In Richard Wagners gewaltiger Tetralogie, da spielt der Ring, nach dem sie heißt, die Rolle eines zentralen Symbols, eines Machtinstrumentes. Der Ring wechselt dauernd den Besitzer auf irritierende Weise und verwirrend, aber immer kriminell. Nämlich durch Gewalt, durch List, durch Brutalität, durch Erpressung. Ein einziges Mal nur wird er freiwillig gegeben, wird er zum Liebesgeschenk, als nämlich Siegfried im Vorspiel zur Götterdämmerung, als er Abschied nimmt von Brünnhilde, die er erweckt hat und die ihn erweckt hat. Sie hat ihm gegeben, was Götter mich wiesen, nämlich heiliger Runen reichen Hort. Und nun reagiert er, zum Tausche deiner Runen reich ich dir diesen Ring. Nun aber fügt Brünnhilde ihrem magisch heilenden Runengeschenk eine konkrete Beigabe hinzu. Sie sagt oder singt, für den Ring nimm nun auch. Ja, was nimmt er nun auch? Was soll er nun auch nehmen? Was ist dieses Etwas? Sein Name fällt mehrfach, zum Beispiel 11 Zeilen später. Sie sollen bitte diesen Namen, nur diesen Namen, dieses auch etwas Geschenk auf eine Postkarte schreiben und sollen diese Postkarte schicken an den Südwestfunk, Notenschlüssel, Postfach 820 820 in 7570 7570 Baden-Baden und wieder winkt als Belohnung für den glücklichen Gewinner das Geschenk von 2 Opernkarten, sei es in Mannheim, sei es in Stuttgart, sei es in Basel und dazu als Wegzehrung noch die Summe von 500 Mark.